Der Major Dalami gibt die letzten Anweisungen und die Reiter lenken ihre Rosse an den Start. Das sind Gäule aus Straubing, München und Augsburg und die sachverständigen Fuhrleute, Posthalter, Lohnkutscher, Stallknechte und Kavalleristen geben ihre Meinung zum Besten, wer wohl siegen wird. Auch Franz Baumgartner ist am Start und er reitet seinen feurigen Apfelschimmel. Dann läutet die Glocke den Start ein, die 30 Pferde donnern in die 11.200 Schuh lange Bahn und stieben mit schmetternden Hufen über die Wiese. Der Apfelschimmel macht das Rennen. Stolz führt Franz Baumgartner sein dampfendes Pferd vor dem Pavillon, wo sich der Staatsminister und nunmehrige Graf von Montgelas erhebt, ihm die Hand entgegenstreckt, mit wohlgesetzten Worten den Ehrenpreis, eine seidene Fahne und 20 Dukaten in Gold überreicht. Da die fahrenden Leute des ganzen Landes immer wissen, wo ein großes Volksfest stattfindet, sind sie auch diesmal in Scharen zur Oktoberwiese nach München gekommen. Rings um den Rennplatz stehen Buden mit Nürnberger Lebkuchen, Obst und Würstel, Bier wird ausgeschenkt und auf rasch aufgeschlagenen Bänken und Tischen sitzen die Familien bei Radi und Leberkäse. Die Blechmusik spielt und die Kinder stehen staunend vor den Buden der Schwertschlucker, Feuerfresser, Zauberer und Seiltänzer. Gegen 5 Uhr aber formiert sich der Festzug neu. Die Gardekavallerie, nun angeführt von den Preisträgern mit ihren seidenen Siegesbannern, rückt in die Stadt zurück. So schön war das Oktoberfest gewesen, dass auf Bitte der Gardekavallerie die Wiese künftig den Namen der Braut tragen soll. Sie wird in Theresienwiese umbenannt. Der Münchner Maler Wilhelm Kobell verewigt zudem das erste Oktoberfest in einem großen Gemälde und der Rat beschließt, zum ewigen Gedenken an das Ereignis, das Oktoberfest alle Jahre zu wiederholen.